So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe JFT Live Trading TV. Der Risikohinweis steht hier und dann fangen wir auch direkt mit den Setups von heute an. Da gab es zunächst in der Früh, also zuerst wurde der DAX analysiert, aber dann folgte eben hier Buy Setup bei der Pro7 AG hier bei 36,30 rum und der Stopp direkt hier unten. Chance-Risiko-Verhältnis ist jetzt hier mit dem Kursziel von rund 40,70 recht optimal, aber es darf eben hier nicht mehr unterschritten werden. Zum DAX, da schalte ich um in auf einen anderen Desktop. Zunächst einmal hier der 4-Stunden-Chart. Das Kaufsignal ist nicht aktiviert worden. Auch nicht hier das Gap. Dann folgte heute früh die Analyse bezüglich dem DAX auf Xetra-Basis und hier wurden dann über der 9400-Punkte-Marke, war klar, kurz vor 9 Uhr, dass er darüber startet. Das ist ein leichtes Kaufsignal, so wurde es genannt. Und hier die beiden Widerstandszonen wurden auch benannt, eingezeichnet und auch nochmal aktualisiert, dass es hier der DAX an eine Widerstandszone kommen kann. War dann eben hier um 10.30 Uhr und das war hier die 10 Uhr Kerze. War eigentlich hier eben nur kurz benannt worden, darüber kann es dann höher gehen, aber man sieht ja, hier ist nichts passiert, also kein Ausbruchssignal und der DAX verlor wieder rund 100 Punkte. Also hier hat es etwa gepasst. Das andere Setup war US-Dollar, japanische Yen. Das ist nicht ausgeführt worden. Ja, ist jetzt hier unten dran. Also man braucht es auch noch nicht streichen. Man kann das hier lassen. Der Stopp ist ja hier unten dann immer noch das gleiche Tief. Pro7 wurde ja aktiviert. Hier beim Brent ist zum Glück kein Kaufsignal bzw. kein Kauflimit eingezeichnet worden. Hier ist es ja nur das Szenario und man sieht hier, dass überhalb der Marke das ganz Präferierte war, das andere war auch so eingezeichnet. Für mich war das hier eine schöne Aufwärtsbewegung, die eigentlich hier maximal eben bis 49 oder ein Stück tiefer korrigiert hätte müssen, um dann wieder nach oben anzusteigen. Aber jetzt sieht es natürlich, ja, nicht mehr so gut aus. Hier bei dem grauen Szenario, das wurde jetzt nicht besprochen, sind die Pfeile weiterhin genau so, dass es hier auf der Daily Unterstützung es hier runterbricht, was es auch noch dann wirklich gemacht hat, hier angehalten und wenn jetzt hier der Ölpreis hier bei Brent eventuell jetzt hier in die Richtung mit der 49, dann hat er hier genau das graue Setup eben vollendet. Unterhalb 46,40 müsste man hier mit 44 US-Dollar rechnen. Aber wie gesagt, hier sah alles wirklich sehr bullisch aus in meinen Augen und hätte auch hier ein Kauflimit in den Markt gelegt, wäre eben nicht das Deutschlandspiel gewesen. Gut, das waren die aktuellen Setups. Hier gibt es keine im Forex-Bereich. Wurde das hier erst souverän abgearbeitet, Euro-Yen. Hier das US-Dollar-Kanadische ist hier leider die 50 Pips dann Verlust eingetreten, weil er hier gemeint hat, das Währungspaar muss erstmal unter die 1,29 fallen, um dann hier die Aufwärtsbewegung nach oben abzuarbeiten. Also
Hier ist es eben kurz deutlich tiefer gefallen, anschließend nach oben. Wäre aber hier der Stopp hier unten gelegen, wäre das Risiko, Chance-Risiko-Verhältnis auch nicht gut gewesen. Also wie man das jetzt hier sieht, das hat halt so jetzt nicht gepasst. Stimmt, ein Setup fällt mir doch gerade ein. Wo ist denn das? Hier zum Randgold. Da hat sich dann die Mühe gelohnt. Das Kursziel wurde ja nicht stundenlang gesucht, aber hat einige Mühe gekostet. Es war jetzt definitiv nicht nur diese Aufwärtstrendlinie, sondern es hätte auch ein Stück später an die 1,25 oder die 125 hingehen können. Aber das war jetzt definitiv ja sauber. Allerdings kann das hier jetzt auch erstmal noch eine Rückwärtsbewegung sein, um dann noch ein einziges Mal hier hoch, die Welle fertig, damit die Welle fertig gezählt wird und dann eben abpraller. Aber alleine, ich meine, das war jetzt einfach ein Analyseziel, mega gepasst. Gut. Schauen wir kurz noch, was der Hang Seng macht. Ist mein Plus. Und da darf man sicherlich gespannt sein, was dann morgen passiert. Danke fürs Zuhören. Bis morgen früh.